Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf meinem Kanal. Und ja, was haben wir gemacht? Gar nichts. Sieht eigenartig aus, ja? Wie so ein Fußballfeld. Wir haben hier einen Helfer losbekommen, der hier ansäen soll. Wo ist denn der hin? Wir sehen hier schon, ne? Stickstoff fehlt. Da müssen wir also nochmal drüber düngen. Hier stehen irgendwie... Also die, ganz ehrlich, dieser Wasserpfützen-Mod, der hat es auch nicht, oder? Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, ne? Wo ist denn der mit seinem Traktor? Hallo? Was macht der hier denn? Alter Schwede. Ich meine, es ist ja nett, dass du das hier ansähst, aber... Ja, den Mod habe ich immer noch nicht gefunden. Muss da nochmal nachgucken. Du sollst hier weiter. Pass auf, der hat er. Ist der jetzt hier schon automatisch rübergegangen oder was? Nee, auch nicht. Hälfte hat er nicht gemacht. Der sollte ja hier... Wir wollten ja Ölrettich anpflanzen. Dass wir dann zum, im nächsten Jahr was haben zum Unterflügen. So, Helfer, an. Ja, schöne große Pfütze da vorne, ne? Wir sind im späten Herbst, also das heißt, noch funktioniert das mit dem Ansäen. Ja, mit den Texturen, das finde ich ein bisschen unglücklich, ehrlich gesagt. Also, naja. Ich frage mich nur, wenn er da die Spuren gemacht hat, wieso er hier dann wirklich mitten im Feld ansetzt. Ich frage mich gerade, was das wird, wenn es fertig ist. Wir bleiben mal bei dem ein bisschen drauf an der Stelle, weil ich denke, wir werden gleich nochmal umsetzen müssen. Was ich schon mal sagen kann, auch wenn es recht früh ist, ne? Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ja. Ah, ihr dürft auch gerne meinem Twitch-Kanal followen. Ich schwöre, 2021 wird alles besser. Da werde ich mir mehr Zeit fürs Twitch nehmen. Was machst denn du jetzt hier, Solvis? Jetzt wollen wir mal gucken, ob der direkt zurückfährt oder ob wir das manuell machen müssen. Vor allem hier jetzt quer rüber zu gurken, was soll das? Hallo? Hörst du mal auf? Junge, 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 Junge. So, wo waren wir denn jetzt? Hier, war? So, jetzt aber einmal manuell hier durch. Hier rüber. So, genau. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Das ist schön.
Rest wird gleich auf jeden Fall auch wieder der Helfer machen, weil wie Ölrettich angesät wird, das kennen wir schon. Ach, guck mal, er zeigt offensichtlich auf der Minikarte an, wo irgendwie Pfützen oder sowas sind. Oder was ist das? Blickt doch kein Mensch durch. Aber diesen Mod jetzt wieder rauszufinden, der hier für dieses GPS zuständig ist, ne? Das wäre auch noch eine lustige Sache. So, dann gucken wir mal, was der da am hinteren Ende treibt. Ob der wieder gerade drüber bügelt oder ob er mal auf die Idee kommt, umzudrehen. Finde ich ein bisschen merkwürdig, ne? Die anderen Felder wollte ich eigentlich quer machen. Und dann wollte ich düngen. Okay, jetzt scheint es zu klappen. Einmal hier rein. Hier haben wir Kalk drin. Das bringen wir mal zum Hof. Und dann holen wir uns den Düngerstreuer und gucken mal, ob wir da auf der und gucken mal, ob wir auf das frisch angesäte Feld Dünger draufkriegen. Mann, es war doch heute ein sehr entspannter Arbeitstag, aber ich habe gegessen. Ah, das war doch einigermaßen salzig. Und demnach müsste ich jetzt eigentlich was trinken, damit ich nicht so einen trockenen Hals bekomme. Was ist hier eigentlich los? So, warum stehst du hier im Weg? Alter Schwede, alles muss an die Seite fahren, du. Aber gut, ganz so verpeilt wie gestern bin ich dann doch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was gestern los war. Flüssigkeitsmangel, Nährstoffmangel, zu wenig Liebe, keine Ahnung. Hallo? Zu wenig Liebe, das trifft es wahrscheinlich. So, Dünger ist noch drin. Was? 197 Euronen? Kann schon mal ausklappen. Moment. Wundert mich, dass wir hier schon direkt nachdüngen können. Aber gut, okay. Passt. Mal aus dieser Sicht fahren ist ja auch mal nicht schlecht, ne?
das ganze Zeugs dann im Frühjahr unterpflügen, ist das natürlich perfekt. Da wächst schon das erste Unkraut. Mann, Mann, Mann. Ne, aber wir haben auch Geschwindigkeit 5 aktuell. Das ist natürlich schon eine Menge Holz auf jeden Fall, ne? Warte bloß nicht, bis ich rüber bin. Es könnte dir einen Zacken aus der Krone brechen, du Affe. Okay. Also hier geht jetzt tatsächlich kein Dünger raus. Finde ich aber merkwürdig. Also der Streuer macht es jetzt automatisch, wo was ist. Ah ja. Okay. Sehr mysteriös. Ein bisschen irritierend das Ganze. Aber ich sehe tatsächlich gerade, wir haben schon wieder 15 Minuten fast herum. Irgendwie finde ich das komisch, was der hier gerade macht. Teile düngt er nach, andere Sachen nicht. Dafür, dass das eine Pfütze sein soll, spritzt es relativ wenig. Also naja, so ganz realistisch ist der Mod auch nicht. So, jetzt wieder ganze Bahn oder was? Ich muss da gleich unbedingt noch mal lang. Da irgendwas finde ich. Ich finde es komisch. Hier macht er jetzt wieder komplett. Okay, oder auch nicht. Hier echt noch mal durch. Ich finde das ein bisschen komisch. Jo, nee, da ist nichts mehr zu begucken, oder? Aber gut, das wird es dann für diese Folge auf jeden Fall gewesen sein. Nochmal bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und würde sagen, ich wünsche euch in dem Sinne erstmal noch einen angenehmen Tag, Abend, Morgen, was auch immer, wann auch immer ihr dieses Video hier schaut. Und beim nächsten Mal werden wir fertig sein. Oder es liegt entsprechend schon Schnee, weil wir sind ja schon am 6. Herbsttag. Es wird gleich erstmal wieder anfangen zu regnen. Und da gucken wir mal, was davon wird. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Tschüssi.